So, liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken für tausende Klicks, für unglaublich viele Mails, Kommentare etc. Auf das Bundespräsidentenvideo von vor ein paar Tagen. Aber nein, ich werde nicht als Bundespräsidentenkandidat antreten. Ich kriege ja gar nicht frei, hat mir mein Chef gesagt. Also Hofburg spürt's nicht. Ehrlicherweise bist du jetzt ein bisschen unvorbereitet, weil du nicht weißt. Bring's mal einfach mein Büro, ja? weil du gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Aber es ist nämlich so. Oh. Warte mal, das Kraki vom Präsident, geh mal weg. Die rot-weiß-rote Fahne. Lass mal da. Ich hätte nämlich jemanden gefunden, den ich absolut zum Beispiel irgendwie mir in diesem Amt gut vorstellen könnte. Hast du dir das schon einmal überlegt, ja, Bundespräsident von Österreich zu werden? Oder Präsidentin? Nein. Halt mal das Mikrofon. Ja? Ich habe nämlich zufälligerweise auch eine Rede vorbereitet für dich, irgendwie für dein Bewerbungsvideo. Mhm. Ja? Und du brauchst es einfach nur vorlesen. Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, ich bewerbe mich hiermit nicht für das Amt des Bundespräsidenten. Nein, ich bewerbe mich für das Amt der First Lady. Ich denke, dass das viel dankbarer ist. Und da kann man gute Dinge tun, ohne Verantwortung übernehmen zu müssen und sich dann danach auch noch dafür rechtfertigen müssen, wenn man etwas eben nicht gemacht hat. Und ich möchte Robert gern korrigieren. Er kandidiert nach wie vor. Und ich... Ja, jetzt sagen wir es. Und ich werde seine First Lady. Ich gehe dann mal, ja? Ich komme gleich wieder. Moment.